Wir werden einen Turbolader einbauen. Mit dem Kompressor zusammen. Hoschgeldin ist bei Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Getriebespülgerät. Seit dem letzten Video, wo wir das Getriebespülgerät euch gezeigt haben, unglaublich, wie viele Anfragen ich bekommen habe. Ich kann aber nur so viel sagen. Leute, ich bin gerade dabei, mit einem Sponsor was auszumachen. Gutes Angebot bekomme, werde ich das natürlich meinen Kunden weitergeben. Glück jetzt im Frühjahr. Unser Phaeton ist da. Den werde ich heute noch zusammenbauen. Unser V10 B-Turbo. Der wird ja noch ein bisschen dauern. Dann müssen wir das Lenkgetriebe noch machen. Und dann müssen wir das einbauen. Und dann gucken, ob alles funktioniert. Das dauert noch ein bisschen alles hier, ne? Aber Leute, ganz ehrlich, das catcht mich hier alles nicht. Ich brauche ein Projekt, was mich wieder zum Überlegen bringt. Weil dieser V10 ist ja, wenn er es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und wenn er was verliert, dann verliert er. Denkst du, ich baue den nochmal aus? Nein. Mein Ziel ist es, dass er wieder drin ist und läuft. Wie er läuft, ist mir egal. Wir haben hier unser Kompakt, den wir auf Kompressor umgebaut haben. Was wir alles gemacht haben und so, da gibt es eine komplette Videoreihe. Könnt ihr euch gerne anschauen, wie ich den Wagen im Schrottplatz gekauft habe, fertig gemacht habe und dann Kompressor eingebaut. Jetzt haben wir aktuell 314 PS. Ich bin mir sicher, wir haben jetzt viel mehr PS. Warum? Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten hier verbessert gehabt. Wie zum Beispiel, ihr seht hier, normalerweise ist hier eine Deezer. Die Deezer habe ich rausgenommen, habe die Blende drauf gemacht und seitdem, lass den mal starten. Dankeschön, dass wir mit der Kompakt Airlines fahren. Das ist ein Flugzeug. Rote Schilder sind drauf. Aktuell fahre ich damit nur. Also es macht so Spaß, den zu fahren. Ich habe den noch viel höher gemacht als sonst, weil ich immer wieder das Problem hatte, dass er unten vorne drauf geklatscht ist. Ich sag mal, ein Jahr lang habe ich diesen Kompressor studiert. Also ehrlich, diese Software könnt ihr nicht kaufen. Diese Software müsst ihr hinarbeiten. Ja, die ist jetzt perfekt. Ja, klar kann man noch bestimmt die Software ein bisschen noch verfeinern, aber ich muss sagen, also Motor läuft 1A, als hättest du nichts eingebaut. Beschleunigung untenrum, brutal. Da steckt echt sehr viel Arbeit drin. Ne? Ich habe mit dem Ladeluftkühler alles harmoniert, super, die Wege sind nicht zu lang. Die Schläuche kann man ein bisschen optimieren, weil die Schläuche drücken den gerne immer wieder zurück. Und deswegen habe ich den Ganzen auch hier ein bisschen fixiert gehabt, damit der halt nicht so stark hin und her geht, weil da ist ja nur so ein Alu-Halterung, kann natürlich nach der Zeit kaputt gehen. Ne? Das kann natürlich passieren. Ich hatte hier eine Klimaanlage eingebaut gehabt. Die Klimaanlage habe ich schon lange rausgenommen. Das hat natürlich von euch keiner mitgekriegt. Die Leitung habe ich hier abgemacht, die Klimaleitung. Dann die Leitung habe ich abgemacht, dass wir hier Platz haben. Sekundärluftpumpe kommt raus, Wischanlage kommt raus und stattdessen werden wir was machen, was noch keiner gemacht hat. Nicht mit diesem Kompressor. Ja, vielleicht Infinitas bei dem neueren, aber nicht bei dem. Wir werden einen Turbolader einbauen. Mit dem Kompressor zusammen. GT30 wird das Ganze, glaube ich, nicht unterstützen. Wir werden ein GT35 nehmen. Es kann sogar sein, wenn wir es passend hinkriegen, kann sogar sein, dass wir vielleicht auf den GT40 draufgehen. Guckt euch diese Abgasseite an. Ein Traum, ein riesen Turbolader. Das wird wieder so ein Projekt sein, wo wir sehr viel experimentieren müssen, sehr viele Softwarefahrten machen müssen, damit das Ganze perfekt läuft. Also das wird eine richtig große Herausforderung. Aber wenn das Ganze läuft, dann sage ich euch, das Ding wird bestimmt brutal. Im nächsten Video werden wir ja sowieso erstmal den Motor abnehmen. Da müssen die Krümmer raus. Da muss der Turbo erstmal angeschlossen werden. Müssen wir die Ölleitung machen, weil hier haben wir schon eine Ölleitung genommen, der zum Kompressor geht. Jetzt brauchen wir aber auch eine Ölleitung, der zum Turbo geht. Wird das die Ölpumpe mitmachen? Brauchen wir eine stärkere Ölpumpe und. Also ihr seht schon, wie viele Probleme das machen kann. Unser Ziel ist natürlich mehr PS als diese 314, das ist ganz klar. Was ich hier möchte, ist, dass dieser Kompressor mit dem Turbo harmoniert, dass er vernünftig läuft. Das ist unser Ziel. Ihr werdet das Jaulen von diesem Kompressor hören und den Turbo hören. Alter! Also in der Theorie war das Ganze schon sehr komplex und schwer. Aber wie wird es in der Praxis sein? Das wird sehr interessant. Also Turbolader wird ein anderer, ne? Ist ja klar. Wir brauchen einen Turbolader, was natürlich sehr günstig ist.
falls wir den hochjagen sollten, den auch sofort wieder bekommen. Das ist sehr wichtig. China-Lader nehmen, was für ein Turbolader, zeige ich euch noch. Der ist aber nicht teuer. Ich glaube, die kosten so, 120, 130 Euro. Der wird dir den Turbo direkt ansteuern. Normalerweise ist ja der Turbolader so, durch die Abgase das Ganze angetrieben wird, dreht sich das hier schneller, ne? Aber jetzt ist ja so, dass der Kompressor schon hier sofort Druck drauf gibt. Das heißt, dass der Turbo schon viel mehr Umdrehung hat. Und wenn ihr hier einen Kompressor habt und hier einen Turbolader, Leute, das wird ja nur krass aussehen. Allein die Optik wird geil sein. Wir werden die Tage einfach beginnen, den Motor rauszunehmen, Krümmer rein, Turbo rein, Rücklauf, Zufuhr. Und dann werden wir das Ganze wieder einbauen. Und dann werden wir schauen, wie wir das da verbinden. Es wird ein geiles Projekt. Egal wie viel Ladedruck wir fahren, wir können nur zwei Sachen kaputt machen. Turbolader und den Motor. Den Kompressor, den können wir eigentlich nicht kaputt machen. Es sei denn, ein Kolben fliegt so quer raus, dass er den Kompressor trifft und dann den kaputt macht, dann ist es einfach nur Pech. Wir könnten einen Ersatzmotor direkt bekommen. Hier schöne Grüße an Farid. Farid hat noch einen Ersatzmotor bei sich rumfliegen. Turbos kriegen wir, das ist auch kein Problem. Deswegen auch die günstigen Turbolader. Endlich haben wir wieder mal ein Projekt, was uns Spaß macht. Ich kann euch auch noch so viel verraten. Ich wollte einen 335i kaufen, das Ganze aufpimpen. Und da habe ich mir so überlegt, ey, das macht doch jeder. Was ist denn dabei? Upgrade-Turbolader, andere Düsen, Ladeluftkühler. Ah, wir haben unsere 500 PS. Ein 335 wird irgendwann kommen, so ist es nicht. Bau jetzt die Glühkerzen rein, bau den V10 jetzt zusammen. Da werdet ihr sowieso ein separates Video sehen. Und wenn ihr dieses Projekt sehen wollt mit dem Kompakt, dann gerne abonnieren, liken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es losgeht. Euer Kraftzitzuzzi, bis dann, haut rein. Ciao.